Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Ich freue mich riesig, dass du heute da bist. Und mein Thema für heute ist die Frage: Kann man Führung überhaupt lernen? Immer wieder werde ich gefragt: Mensch, gibt es den richtigen Führungsstil? Oder Jessica, ich bin jetzt Führungskraft und weiß aber auch gar nicht, wie verschaffe ich mir denn den Respekt? Es gibt so viele Menschen, die einfach unsicher sind. Und jeder wünscht sich natürlich auf der einen Seite die perfekte Führungskraft zu sein, die perfekte Leaderin, der perfekte Leader zu sein und auch die Mitarbeiter so zu motivieren, dass die Respekt haben, dass die über den Tellerrand schauen, dass die mitdenken. Und jeder wünscht sich auch den richtigen Mitarbeiter. Aber wir müssen erst mal die richtige Führungspersönlichkeit kreieren. Und Führung fängt ja immer bei dir selber an. Und in meiner Welt ist das so, dass du Führung zwar lernen kannst, indem du dir ein Vorbild suchst, der da ist, wo du hin möchtest, indem du das nachmachst, was dein Vorbild macht. Und das muss nicht immer jemand sein, der in deiner Organisation zwingend arbeitet. Ein Vorbild kann auch eine Persönlichkeit sein, die du in Büchern gelesen hast oder irgendwo auf der Welt große Organisationen schon haben, wo du sagst: Mensch, diese Persönlichkeit will ich auch mal werden. Und da steige ich auch direkt mal ein, denn für mich gibt es ganz klar drei verschiedene Kategorien, wie ich persönlich, aber wie gesagt, das ist auch nur meine eigene Meinung, das ist Jessicas Welt, wie ich Führungskräfte unterteile. Und ich sage jetzt mal zu diesen drei Punkten, ja, diese drei Teile, nehme ich jetzt mal diesen Oberbegriff nachher Leader. Ja? Also es gibt drei Teile. Das eine ist die Führungskraft, das zweite ist die Macht. Kraft und das dritte ist eine Führungspersönlichkeit. Und in den nächsten Minuten werde ich diese drei Kategorien verallgemeinern und einfach Leader dazu sagen. Das ist dann ein bisschen einfacher für diese Folge. Aber um das einfach auch mal zu unterteilen, ist eine Führungskraft für mich eine Person, die auch in eine Rolle reinschlüpfen kann. Ja, wie oft erleben wir, dass eine alte Führungskraft kündigt oder gekündigt wird oder aus irgendwelchen anderen Gründen das Unternehmen verlassen muss. Und vielleicht bist du die Person, die auf der Karriereleiter einfach hinterherrutscht und dann in diese Führungsrolle reingehst. Dann ist es ganz häufig so, dass diese Führungskräfte selber noch gar nicht bereit sind, diese Rolle überhaupt anzunehmen. Oder die sich vielleicht auch gar keine Zeit nehmen und gar keine Zeit haben, sich vorher mit dieser Rolle wirklich intensiv auseinanderzusetzen. Es können aber auch immer Menschen sein, die, ich sag's mal so, ein großes Ego haben und unbedingt Führungskraft werden wollen. In ihrer Welt ist es dann nämlich so, dass wenn du Führungskraft bist, Chef in dem Fall, dann hast du es geschafft in deiner Karriere. Dann bist du jemand, der Macht hat. Dann bist du jemand, der den anderen vorgesetzt ist und du entscheiden kannst. Da haben ganz viele ein großes Ego mit, die einfach diese Hierarchie leben wollen. Aber um eine Führungspersönlichkeit zu werden, gehört einfach viel mehr dazu. Und ich möchte dir ganz kurz nochmal die Unterschiede aufzeigen, die es in meiner Welt gibt, denn um wirklich ein richtiger Leader zu werden, um eine Führungspersönlichkeit zu werden, gehört viel mehr dazu, als einfach nur eine Führungskraft zu sein. Und viele Führungskräfte lassen sich vor allem auch triggern von anderen Kollegen und agieren dann aus einer Emotion heraus, was meistens immer nach hinten losgeht. Führungskräfte, die haben auch viele Selbstzweifel, die glauben oft, und ich war genauso in dieser Rolle, nicht genug zu sein. Kann ich das überhaupt? Wie verschaffe ich mir denn überhaupt Respekt? Wir haben selber noch so viele Zweifel am Anfang unserer Führungskarriere.
und nehmen deswegen auch erstmal einen bestimmten Führungsstil von einer anderen Person an, da wir es natürlich erstmal nicht besser wissen. Wir benehmen uns leider auch manchmal wie ein Chef. Und das heißt für mich, wir sind in dieser Machtposition, ja, wo wir sagen, hey, wir machen das jetzt so, wo wir unsere Rolle positionieren wollen und sind daher auch sehr oft in einer Bewertungsschublade, was Führungspersönlichkeiten wiederum nicht machen. Und wenn du aber eine Machtkraft betrachtest, eine Machtkraft ist für mich, also nicht Macht, sondern einfach wie Fach, nur mit M. Eine Machtkraft ist für mich jemand, der oder die, die muss nicht mal unbedingt gelernt sein. Das sind Menschen, die einfach wollen, ja, wo das Können gar nicht so im Vordergrund ist, sondern die einfach richtig Lust haben, etwas zu tun und die es einfach machen, die gar nicht darüber nachdenken. Und bei mir, wenn ich so drüber nachdenke, war ich vorher auch erstmal eine Führungskraft mit super vielen Zweifeln, mit einem riesen Ego-Thema. Ich habe mich triggern lassen von anderen, bis ich diesen Punkt für mich mal erreicht habe, wo ich gesagt habe, ach, scheiß drauf, ich mache jetzt einfach mal und nicht mehr darüber nachgedacht habe, dann kam ich auf Stufe 2 sozusagen. Das heißt, ich habe angefangen, also auf Stufe 1 als Führungskraft und habe mich selber auf die Stufe 2 katapultiert, indem ich für mich einfach mal gesagt habe, ich bin jetzt für 100% dabei und ich mache einfach, ohne darüber nachzudenken, ohne Anweisungen zu hinterfragen oder auch in Frage zu stellen. Und Machtkräfte in meiner Welt agieren auch immer ohne Ego. Die haben da gar keine Emotionen zu. Die machen einfach. Denen ist es wurscht, was die anderen über andere denken. Und die denken auch nichts über andere Kollegen. Sondern die machen einfach. Die Machtkräfte sind im Hier und Jetzt und machen aus ihrer Situation das Beste. Die blicken immer nach vorne und arbeiten lösungsorientiert und nicht problemorientiert. In der Welt von Machtkräften gibt es keine Probleme. Da gibt es Herausforderungen und die haben keine Zeit, um sich auf die Probleme zu konzentrieren und suchen einfach permanent nach der Lösung. Ich finde auch, dass Machtkräfte immer die Stärken der anderen Menschen hervorheben. Die konzentrieren sich auch ausschließlich nur auf diese Stärken. Und das schaffst du alles nur, wenn deine Selbstzweifel erstmal vorbei sind. Wenn du stark genug bist, für dich auch anzunehmen, okay, meine Aufgabe ist es, das Beste aus jeder Situation herauszuholen für die gesamte Organisation. Und die klassischen Führungskräfte, die haben einfach zu viele eigene Themen manchmal. Die sind selber mit sich noch gar nicht im Reinen. Und wir müssen erstmal anfangen, uns selbst ins Reine zu bringen, uns coachen zu lassen oder uns selbst zu coachen, um diese ganzen Ego-Themen, Selbstzweifel, ich habe keinen eigenen Selbstwert, ein schlechtes Gewissen, weil ich mir vielleicht Dinge leiste, ein Riesenproblem damit, wenn andere neidisch sind. Neid ist was Wundervolles. Aber das darfst du alles erstmal akzeptieren. Und bis du zu diesem Punkt kommst, wo du sagst, das ist mir egal, was andere denken, und einfach machst, dann wirst du zu einer Machtkraft. Und bist selber ein Vorbild und ein Held für dein Team. Denn eine Machtkraft sorgt auch immer dafür, dass sie die anderen Menschen um sich herum zur besten Version ihrer selbst machen. Nochmal. Eine Machtkraft sorgt immer dafür, dass sie die anderen Menschen um sich herum zu der besten Version ihrer selbst machen, indem sie nämlich sich ausschließlich auf die Stärken konzentrieren. Aber bei Machtkräften gibt es einen Nachteil, denn es gibt Mitarbeiter in Organisationen, die diese Machtkräfte einfach nicht wertschätzen, die diesen Enthusiasmus, die Eigeninitiative, diesen Drive, diesen ich bin jetzt im Flow und reiß die anderen mit,
die ganzen Vorteile, was ja im Endeffekt eine Machtkraft hat, aber die anderen Mitarbeiter nicht wertschätzen. Weil dadurch, dass eine Machtkraft nicht so auf dieser Emotionswelle ist, sondern er sagt, es ist mir egal, ich mache einfach und auch gar keine Emotionen groß zulassen, erleben die immer wieder, dass die anderen Mitarbeiter das leider nicht wertschätzen. Und dann kann es passieren, dass die Mitarbeiter auch nicht lange genug im Unternehmen bleiben, sondern sich irgendwann umorientieren. Und mal Hand aufs Herz, wollen wir nicht alle Mitarbeiter haben, die bei uns langfristig im Unternehmen bleiben? Die wir an uns binden, weil wir sie zu Fans machen. Und die wirklich begeistert sind, auch von uns vielleicht als Führungspersönlichkeit. Ohne dass wir uns jetzt selbst lieben oder ohne dass unser Ego groß ist. Sondern wir wollen doch Menschen haben, die gerne mit uns Zeit verbringen und sich ein Beispiel an uns nehmen und das auch wertschätzen, diese Leistung, die wir gehen. Und das fehlt so ein bisschen bei einer Machtkraft, bei der Führungskraft, meiner Meinung nach sowieso. Und die Machtkraft ist einfach nicht der Typ, der sich auf die Emotionsebene der Mitarbeiter stellt. Die versucht nicht, in die anderen hineinzudenken, was wiederum für mich eine Führungspersönlichkeit ganz klar ausmacht. Denn das ist für mich, die Führungspersönlichkeit ist so die Königsdisziplin. Das ist das, das ist so die dritte Stufe, wo wir auf jeden Fall mal hin wollen oder sollen. Das war immer mein Ansporn, zu sagen, ich möchte eine Führungspersönlichkeit werden, wo die Mitarbeiter Fans werden, wo Menschen auf dich, zu dir raufschauen, die dich auf der einen Seite auch bewundern, die sagen, Mensch, das macht alles Sinn und das ist so wundervoll, was die Person sagt, von der du unfassbar viel lernen kannst. Aber die Mitarbeiter sich das auch eingestehen, dass sie von der Person lernen. Eine Führungspersönlichkeit, die entscheidet sich dazu, zu führen. Und ich habe schon häufig gesagt, dass Führung ist, musst du wollen. Führung ist eine Entscheidung. Führung machst du nicht zu 70% oder heute mal 50 oder morgen mal 80. Führung machst du zu 100% und die Führungspersönlichkeit geht all in. Das heißt, mit allen Höhen und Tiefen wirklich dabei zu sein, sich auf die Mitarbeiter einzulassen. Und eine Führungspersönlichkeit erkennt auch dann in den Augen der Mitarbeiter, ob sie etwas auf dem Herzen haben. Das macht für mich diesen wesentlichen Unterschied aus zu einer Führungskraft und auch der Machtkraft, dass eine Führungspersönlichkeit so emotional führt, dass sie, wenn sie schon fragt, wie geht es dir beispielsweise? Ja, wie oft sagen wir oder fragen wir Menschen, wie geht's dir? Nur weil man das so macht. Aber viele denken sich, oh mein Gott, hoffentlich erzählt der jetzt nicht wirklich, wie es ihm geht und quatscht mir dann in Anführungszeichen, sage ich mal, eine Bulette ans Ohr. Viele wollen das gar nicht wissen. Aber bist du eine echte Führungspersönlichkeit, dann willst du doch wissen, wie es deinen Mitarbeitern geht. Und wenn du diese Frage stellst, schaust du den Menschen ganz tief in die Augen. Und auch wenn der Mitarbeiter, wie es so oft ist, sich in dem Moment gar nicht traut zu sagen, mir geht's nicht gut oder ich habe Sorgen, dann sagen die meistens, ja, mir alles gut, wunderbar, mir geht's gut, vielen Dank. Eine echte Führungspersönlichkeit erkennt in den Augen, dass etwas nicht stimmt und sucht dann im Laufe des Tages das Gespräch zu diesem Mitarbeiter. Und die entscheiden auch meistens intuitiv. Es gibt kein richtig und kein falsch. Und eine Führungspersönlichkeit hat keinen bestimmten Führungsstil und hat auch entwickelt, einen eigenen Führungsstil zu leben. Als Führungskraft nimmst du meistens ja, wie gesagt, am Anfang einen bestimmten Führungsstil an, weil du es in dem Moment nicht besser weißt.
Aber über die Jahre machen wir auch Fehler. Und wir lernen alle durch unsere Fehler. Und irgendwann wissen wir, wie möchte ich denn überhaupt sein? Hast du dir schon mal die Frage gestellt, wie möchtest du denn wirklich als Führungskraft sein? Wie möchtest du als Machtkraft sein, in meiner Welt jetzt, oder als Führungspersönlichkeit? Aber alleine selber die Frage zu stellen, wie soll es denn aussehen, wenn mein Team von mir geführt wird? Stell dir bewusst mal einfach diese Frage. Und du trittst auch nicht in die Fußstapfen von irgendjemandem, sondern du gehst neben diese Fußstapfen und überholst sie vielleicht noch. Das ist eine Führungspersönlichkeit, die auch immer das Positive der anderen Menschen nimmt. Und vor allem, sie nimmt sich selbst nicht so wichtig, sondern die anderen sind wichtig. Eine Führungspersönlichkeit sagt, ist zu sich selbst, ich bin nicht wichtig, mein Team ist wichtig. Denn ohne mein Team funktioniert hier gar nichts. Und ohne meinem Team hätte ich das alles auch nicht erreicht. Und genauso kann ich sagen, ohne mein Team hätte ich das auch nie erreicht. Dann wäre ich niemals raus aus dem Strandbad Wannsee, ein neues Restaurant aufgemacht oder hätte mich auch nie auf die Weiterbildungsbranche konzentrieren können, um jetzt hier zu sitzen, um einen Podcast aufzunehmen. Das funktioniert nur, wenn du ein grandioses Team hast, aber dich selbst so zurücknimmst als Führungspersönlichkeit, dass du in der Lage bist, die anderen groß zu machen. Und all in meine ich damit, mit allen Höhen und Tiefen, denn das ist kein Spaziergang. Und du darfst da geduldig sein und auch diesen Freiraum den Menschen schenken, sich entwickeln zu können. Und da passieren Fehler, unendlich Fehler. Aber du musst dir wirklich lernen, auf die Zunge zu beißen und diesen Fehler auch mal passieren lassen. Und dann ganz klar, transparent, reflektiert mit deinem Team auf diesen Fehler zu schauen und zu gucken, okay, was können wir denn machen? Was können wir besser machen? Warum ist dieser Fehler passiert? Das ist so wichtig. Und nicht auszurasten, wieso überhaupt ein Fehler passiert. Fehler sind super, Fehler sind wertvoll. Und ich habe auch gelernt, wir dürfen Fehler sogar feiern. Und das sollte jeder wirklich mal auszuprobieren, auch mal einen Fehler des Monats zu küren. Nur so als Idee und Beispiel. Nebenbei noch gesagt, gibt es noch ganz, ganz viele Vorteile einer Führungspersönlichkeit, denn die sind auch generell immer loyal. Sie bewerten nicht, sie reden nicht über andere Menschen, die schon gar nicht im Raum sind, sondern sie sehen wirklich immer nur die Sache, die Emotionen und achten da zu 100% drauf, dass es dem Team gut geht. Ich habe immer gesagt, wenn es meinem Team gut geht, dann geht es mir auch gut. Wenn die gut drauf sind, wenn die keine Sorgen haben, wenn die zur Arbeit kommen und sich wirklich zu 100% auf die Arbeit konzentrieren können, dann geben die auch ihr Bestes. Und dann funktioniert das Ganze. Und dann geht es mir doch auch gut, oder? Und das ist so ein schönes Bild, wo ich mir sage, die Mitarbeiter werden irgendwann zu Fans. Aber bis es soweit kommt, musst auch du als Führungspersönlichkeit erstmal auf das Beziehungskonto einzahlen. Jahrelang. Auch du musst dir Vertrauen aufbauen zu deinem Team. Es dauert, bis die sich anvertrauen. Und es dauert, bis die wirklich das Leben, deine Vision teilen und dir wirklich zu 100% vertrauen, dass du sie auch bezahlst, dass sie sich weiterentwickeln können, dass sie sich Dinge trauen dürfen. Wie viele Menschen haben Angst, in der Arbeitswelt überhaupt den Mund aufzumachen, überhaupt das zu sagen? Auch in Meetings erlebe ich immer wieder, da hält der Chef oder die Führungskraft einen Monolog und die anderen sitzen da, hören zu und tun so, als würden sie mitschreiben. Aber wir wollen alle was sagen. Deswegen schenkt deinen Mitarbeitern auch immer diesen Freiraum, sich zu integrieren und dass vor allem, was gesagt wird, nicht
zu bewerten, sondern versuch wirklich, das, was gesagt wird, da nur das Positive zu sehen. Und nicht, nein, das machen wir so nicht oder das brauchen wir nicht oder was bildet der oder die sich überhaupt ein, das zu sagen, das passt doch überhaupt nicht in unser Konzept. Wenn wir das machen, traut sich natürlich irgendwann der Mitarbeiter das auch nicht. Und so ist es für mich ganz klar, diese Trennung. Und ich hoffe, dass ich dir mit dieser kurzen Podcast-Folge auch so ein paar Inspirationen geben konnte, dass es wirklich auch verschiedene Lernstufen gibt, wenn du wirklich zur Führungspersönlichkeit werden möchtest. Und es ist auch okay, wenn du sagst, du möchtest es nicht sein. Viele entscheiden sich ja nur des Geldes wegen vielleicht in die Führung zu gehen, ohne darüber nachzudenken, was es denn wirklich alles beinhaltet. Und die Aufgaben, die eine Führungspersönlichkeit macht, 90% davon werden nicht gesehen. Es sieht niemand. Und dazu gehört so viel dazu. Und die meisten Mitarbeiter sehen immer nur die 10% und denken sich, ach, das möchte ich auch gerne. Ich will auch gerne in die Führungsrolle rein. Und ich finde es auch gut, wenn Leute die Möglichkeit bekommen, das mal auszuprobieren. Aber auch immer mit diesem Freiraum, mit diesem wertschätzenden Umgang und einem wertschätzenden Feedback, gegenseitig sich auch anzusprechen oder überhaupt anzusprechen, dass vielleicht Dinge noch nicht so rund laufen oder es noch ein langer Weg ist, um dorthin zu kommen oder sich auch einzugestehen, ich bin dieser Führungsrolle nicht gewachsen, ich fühle mich nicht wohl, es ist mir zu viel Druck, ich möchte lieber mehr Freizeit haben mit meiner Familie. Und wenn du all in gehst als Führungspersönlichkeit, dann heißt es jahrelang erstmal einzahlen. Das heißt, du musst jahrelang auch erstmal verzichten und dafür musst du dich entscheiden. Da kannst du nicht sagen zwischendurch, ja, ich mache es jetzt mal anders. Es ist ein jahrelanger Vertrauensaufbau für dein Team und ein jahrelanger Ausbildungsweg für deine Mitarbeiter und dich selber. Denn wenn du deine Mitarbeiter dahin haben möchtest, wenn du Erwartungen hast, dann bilde sie aus und zeig denen, wie es geht. Und das funktioniert nicht von heute auf morgen, denn das Ganze ist wirklich ein Prozess. Das heißt, Führung ist eine Entscheidung. Jeder kann Leader sein. Du bist auch immer Leader. Du bist zu Hause Leader, bei deiner Familie, bei deinen Kindern, vielleicht im Sport, bei deinem Mann oder bei deiner Frau. So wie es heißt, dass wir überall und täglich verkaufen, heißt es aber auch in meiner Welt, dass wir überall und täglich führen. Und wenn es nur uns selbst ist, und das fängt schon an, wie konsequent bist du mit dir selber? Wie diszipliniert bist du mit dir selber? Was hast du selbst für ein Durchhaltevermögen? Wie geduldig bist du? Die Führungsrolle fängt immer schon bei dir an. Das heißt, reflektier dich mal selber. Bist du ein geduldiger Mensch? Bist du diszipliniert und ziehst es vor allem auch durch, was du dir in den Kopf setzt, um das zu erreichen? Ohne darüber zu schimpfen. Bist du jemand, der privat gerne über andere lästert und herzieht oder dich lustig machst? Oder bist du jemand, der loyal ist und lieber selber das Vier-Augen-Gespräch sucht? Und ich finde, jeder sollte erstmal bei sich selber anfangen und sich selbst reflektieren, bevor irgendeiner sagt, hey, ich bin auch Führungskraft und das kann ich ja schon längst, was die Person kann. Wir sehen immer ganz schnell die Fehler, die passieren bei anderen und neigen dazu zu sagen, ich kann das ja viel besser. Aber ich sage dann immer, dann beweis es erstmal und zeig, dass du es besser kannst, bevor du über andere urteilst. Und ja, wir brauchen unbedingt viel mehr Machtkräfte und Führungspersönlichkeiten da draußen, um die Welt zu verändern. In diesem Sinne, hab eine phänomenale Zeit und
Wenn du irgendwelche Fragen hast oder spezifische Themen, die ich mal in diesem Podcast beantworten kann, dann zögere nicht, mir zu schreiben, einfach über meine Webseite www.jessica-lackner.com. Da findest du ein Kontaktformular. Das kannst du einfach ausfüllen, vielleicht mit dem Betreff Podcast-Frage. Und schreib da gerne einfach mal deine Herausforderungen rein, die du vielleicht aktuell hast, Themen, die dich bewegen oder Fragen, die du immer schon mal stellen wolltest, wie man als Führungskraft umgeht. Oder. Ich nehme mir gerne die Zeit und möchte die beantworten, vielleicht in der nächsten Podcast-Folge. In diesem Sinne, bis bald, eure Jessica.